Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren im Leben von Jesus. Oh, was würde ich dafür geben, dabei gewesen zu sein auf dem Berg der Verklärung? Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit, die Stimme des Vaters zu hören, Mose und Elia zu sehen. Drei andere Menschen haben dieses Vorrecht gehabt. Ja. Petrus, Johannes und Jakobus. Und wir wollen heute uns anschauen, wie es weitergegangen ist an diesem Abend, als dann der Morgen anbrach, nach dieser ganzen dramatischen und spektakulären Szene. Was geht einem da durch den Kopf? Und das wollen wir gemeinsam jetzt studieren. Und bevor wir damit beginnen, lasst uns niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir aus deinem Wort lernen und leben dürfen. Herr, bitte sprich du durch deinen Heiligen Geist zu uns und schenk uns Weisheit, wie du es verheißen hast. Vor allem aber, dass wir in diesen Geschichten erkennen, wie dein Wort unser Leben verändern und umgestalten möchte, wie wir Kraft tanken können in dir, wie wir uns mit dir verbinden können. Denn Herr, das wünsche ich dir am allermeisten, dass du in unseren Gedanken bist. So möchten wir jetzt über dich nachdenken und dich bitten, dass du unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Matthäus Kapitel 17. Da haben wir ja die Geschichte. Wir werden ab und zu den Paralleltexten in Markus 9 und Lukas 9 gehen, aber vor allem uns an Matthäus 17 hier orientieren. Erstmal. Matthäus 17 und dort Vers 9. Wer mag mal lesen? Genau, stopp, bis danke. Bis dann, kommen wir gleich weiter. Also, sie gehen den Berg wieder hinunter. Ja, ist ja nicht so erstaunlich. Ja, sie sind hochgegangen, sie müssen wieder hinunter. Interessant ist, was jetzt hier in dem Bibeltext nicht so deutlich rauskommt, was aber Ellen White sagt, ist, dass, ratet mal, wie lange war das ganze Geschehen dort auf dem Berg? Wie lange wird das gewesen sein? Wie viele Minuten? Wie viele Stunden? Habt ihr eine Idee? Was würdet ihr schätzen, diese ganze Verklärungsberg-Geschichte? Ein paar gute Stunden, ja? Ellen White sagt, sie haben ja schon ein paar Stunden gebetet, ja? Und dann sagt sie, dass die gesamte Nacht sie auf dem Berg verbracht haben. Also sie haben viele Stunden gewartet. Also wahrscheinlich war die Verklärungsszene nicht so um 22 Uhr, sondern vielleicht eher so um 2 Uhr oder 3 Uhr. Ich weiß es nicht. Ja, aber also vielleicht auch Mitternacht. Aber jedenfalls, sie haben die ganze Nacht dort verbracht. Und als die Sonne langsam aufging, haben sie sich jetzt vom Berg hinuntergemacht. Also wir sind jetzt quasi schon am frühen Morgen und sie gehen jetzt hinab. Vielleicht haben sie noch eine Stunde ein bisschen geschlafen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich vermute ich nicht. Und was meint er wohl, was haben die drei Jünger in diesem Abstieg geredet? Was haben die wohl geredet? Fangen wir anders. Woran haben die gedacht? Was haben die wohl in ihren Gedanken gehabt? Also stellt euch vor, ihr hättet das erlebt. Was haben die gedacht? Sie haben bestimmt bereut, dass sie geschlafen haben, ja. Meine Güte, wären wir wach gewesen, ja. Sie haben die ganze Zeit die Bilder im Kopf gehabt, oder? Dieses gleißende Licht, die Stimme Gottes, ja. Sie waren so in Gedanken, Ellen White sagt, sie waren so sehr in Gedanken, dass sogar Petrus nichts zu sagen hatte. Ja, sogar Petrus ging dort den ganzen Berg hinunter, stillschweigend vor sich, grübelnd, was er da erlebt hat. Und dann, und das kommt hier in dem Text auch nicht so explizit wieder, raus sagt sie, dass als sie schon quasi am Fuß des Berges waren, sahen sie schon eine Volksmenge. Wir werden nächste Woche dann die Geschichte anschauen, die direkt danach sich anschließt. Das ist eine Volksmenge, die warten schon auf Jesus. Und auch die anderen Jünger sind hier unten am Berg geblieben. Und die anderen Jünger wussten auch nicht genau jetzt, wo Jesus genau auf den Berg hingegangen ist. Ja, und sie kommen jetzt hinunter und sie sehen schon die Volksmenge. Sie sehen die Jünger und angesichts der Volksmenge und der Jünger, die jetzt gleich auf ihn warten werden und sagen, ah, Jesus, wo warst du? Wir haben auf dich gewartet. Angesichts derer sagt Jesus jetzt Folgendes. Jetzt kannst du weiterlesen in Vers 9. Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist.
Genau, also Jesus, jetzt verstehen wir auch, warum er das sagt. Ja? Er hat seine drei Jünger hinter sich und jetzt sehen sie die anderen und er sagt, hey, hört mal zu, erzählt niemandem davon, okay? Das sagt er nicht oben auf dem Berg so, erzählt niemandem, sondern als sie jetzt die Menschen sehen, sagt er, erzählt niemandem davon. Hatte er ihnen vorher schon mal gesagt in diesem Buch, dass sie etwas nicht sagen sollten, niemandem erzählen sollten? Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr in das Kapitel davor schaut, gab es in dem Kapitel davor auch so etwas, wo Jesus ihnen geboten hatte, niemandem davon zu erzählen. Genau, Kapitel 16, Vers 20, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Warum wollte er das nicht? Warum wollte er nicht, dass die Menschen erfahren, dass er der Christus ist? Warum wollte er nicht, dass die Menschen erfahren, oh, er hat mit Mose und Elia gesprochen, er hat göttliche Kräfte. Warum wollte er, dass die Menschen darauf jetzt nicht so sehr fixiert sind? Obwohl ja beides wahr gewesen wäre, oder? Es wäre die Wahrheit gewesen zu sagen, Jesus ist der Messias. Es wäre die Wahrheit gewesen zu sagen, Jesus ist Gott. Und trotzdem wollte er nicht, dass die Menschen jetzt darüber nachdenken. Warum? Einige hätten ihn umbringen wollen, das stimmt. Aber die da unten auf ihn warten, vielleicht nicht. Ja? Also die Pharisäer und Sadduzäer, die hätten ihn umbringen wollen, vielleicht, aber die da unten da auf ihn warten, warum wollte er nicht, dass die das hören und sehen? Was war denn sein Anliegen seit einiger Zeit jetzt hier? Wir haben das ja in den letzten Wochen und Monaten versucht herauszuarbeiten. Was war auf seinem Herzen? Was wollte er, dass die Menschen verstehen? Sein Leiden. Er wollte ja die Menschen vorbereiten auf diese große Enttäuschung, die er ja kommen sah, die auch seine Jünger nicht verstanden haben. Und er hatte jetzt den Verklärungsszene ihnen geschenkt, damit sie später daran festhalten und wissen, er ist Gott. Aber wenn sie jetzt darüber nachdenken würden, was er alles kann und wie groß er ist, dann wäre es ja noch schwieriger für sie zu glauben, dass er leiden würde und sterben würde. Ja. Das heißt, es gibt auch für jede Wahrheit eine angemessene Zeit. Diese Wahrheit würde jetzt den Blick für andere Wahrheiten so ein bisschen verstellen, weil sie ja jetzt noch nicht so unbedingt dran ist. Sozusagen. Diese Wahrheit auf dem Verklärungsberg bezieht sich auf die Wiederkunft, ja, und auf viele wichtige Dinge. Er sagt, wann sollte diese Wahrheit erzählt werden? Wann sollten diese drei Jünger den anderen erzählen, was sie erlebt haben? Nach dem Vers. Wann? Bei der Auferstehung, genau. Und lasst mal euren Finger hier. In Römer Kapitel 1, Vers 4. Die Auferstehung spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. In Römer 1 und dort Vers 4. Was macht die Auferstehung in Römer 1, Vers 4? Da heißt es über Jesus, und erwiesen ist als ein Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Was beweist die Auferstehung? Dass er der Sohn Gottes ist. Ja? In dem Abschnitt geht es darum, dass Jesus der Sohn Davids ist, nach dem Fleisch, aber auch der Sohn Gottes. Und das wird bewiesen, kraftvoll bewiesen, durch die Auferstehung. Das heißt, als die Auferstehung beweist, dass er Gott ist, dann ist auch die Zeit gekommen zu sagen, übrigens, auf dem Verklärungsberg haben wir das gesehen und das gehört. Ja? Da gab es einen Zeitpunkt für die Wahrheit und es ist auch wichtig für uns, dass wir verstehen, im Sprechen mit anderen Menschen, als auch allgemein in der Adventbewegung, hat eine Wahrheit auch ihren angemessenen Platz. Und wir sollten nicht schneller sein als die Engel, sagt Ellen White immer so wieder. Also Jesus spricht jetzt hier von seiner Auferstehung. Das hat er ja schon in Matthäus 16 gemacht, oder? Schaut mal in Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Ja? Jetzt schaut mal in den Parallelbericht in Markus 9, Vers 9 und 10. Jesus sagt wieder, nicht wahr? Erzählt niemandem davon, bis der Sohn des Menschen auferweckt worden ist. Ja? Zum zweiten Mal sagt er ihnen direkt, ich werde auferstehen von den Toten.
Er hatte das zwar schon früher mal angedeutet, erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wo er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn wieder aufrichten in 3 Tagen, aber das war eine Andeutung, ja, das haben die Jünger noch gar nicht begriffen dort, geschweige denn irgendjemand anders. Schauen wir mal in Markus Kapitel 9 und dort Vers 9 und 10, wer mag das mal lesen? Markus 9, Vers 9 und 10. Genau. Jetzt gehen also die drei, sind fast unten angekommen und er sagt zu ihnen, passt auf, sagt niemandem davon, bis ich von den Toten auferstanden bin. Ja? Jetzt, glaubt ihr, die Jünger wollten gehorsam sein, ja oder nein? Die wollten gehorsam sein. Jetzt haben sie aber eine wichtige Frage, nämlich sie sollen still sein bis zur Auferstehung von den Toten. Und jetzt stellen sie sich welche Frage? Welche Frage stellen sie sich jetzt? Ja genau, was ist das eigentlich? Also, was meint er damit? Denn was haben sie offensichtlich nicht darunter verstanden? Wenn es heißt, sie unterhielten sich, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet, was haben sie auf jeden Fall nicht verstanden? Sie haben nicht verstanden, dass Jesus buchstäblich von den Toten aufersteht. Sie haben verstanden, Jesus will von den Toten auferstehen und haben sich gedacht, was ist das für ein Gleichnis? Was will er damit metaphorisch aussagen? Was für eine Prophezeiung ist das symbolischer Art? Sie konnten sich alles Mögliche vorstellen, nur nicht, dass Jesus tatsächlich buchstäblich stirbt und tatsächlich buchstäblich aufersteht. Das war nicht auf ihrem Horizont. Haben wir letztes Mal schon gesehen bei Petrus. Ja? Deswegen fragen sie sich, okay, Jesus, wir sind dir gehorsam, aber was meint Totenauferstehung? Heißt das, also bist du dann König? Ja, also was ist das? Ja, und sie fragen, trauen sie nicht Jesus zu fragen, sie fragen untereinander, was meint er denn? Totenauferstehung, ja, was könnte denn das? Woher wissen wir, dass wir darüber reden dürfen sozusagen? Ja, das ist quasi die Frage. Und daran sehen wir, es ist gut möglich, dass man eine bei der Auslegung zu metaphorisch ist, nicht buchstäblich genug. Gibt es auch das Gegenteil, dass Leute manchmal zu buchstäblich sind bei der Auslegung? Dass Jesus etwas gesagt hat und sie haben es zu buchstäblich verstanden? Fällt euch da ein Beispiel ein? Genau, die Juden, als Jesus sagt, brech diesen Tempel ab. Ja, das haben die so buchstäblich verstanden, das haben die erstmal gar nicht verstanden. Anderes Beispiel? Ja, genau, das mit dem Essen, mit dem Mund. Ganz klassisches Beispiel ist auch Nikodemus, oder? Ihr müsst von neuem geboren werden. Und dann sagt Nikodemus, wie? Muss ich nochmal in den Mutterleib hinein? Ja? Oder als Jesus sagt, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein. Ja? Dann sagen die, was? Ja? Also, man ist zu buchstäblich verstanden. Man kann also die Worte Jesu extrem zu buchstäblich verstehen. Das ist eine Gefahr. Man kann sie allerdings auch zu geistlich auslegen, also nicht geistlich ist das falsche Wort, nicht, also zu metaphorisch sozusagen, zu allegorisch. Und das gibt es beides, auch heute noch. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht an eine ganz berühmte Sache in der Adventbewegung, als William Miller las, nach 2300 Abenden und Morgen, dann soll das Heiligtum gerechtfertigt werden. Was hat er gedacht? Heiligtum bedeutet, ist ein Symbol für die Erde. Ja? Aber er wollte nicht so, oder es ist ihm nicht so richtig dann deutlich gewesen, dass Heiligtum bedeutet, ja, dass ein buchstäbliches, echtes Heiligtum ist. Und zwar nicht auf der Erde, weil da gibt es keins mehr, sondern im Himmel, ja, so wie es genau buchstäblich da steht. Das ist eine Herausforderung, dass wir manchmal immer im Bibeltext auch alle möglichen Allegorien sehen wollen und geistlich irgendwie ausdeuten. Und manchmal ist der Text aber ziemlich oft einfach ganz buchstäblich gemeint. Ja, und die Jünger, die fragen sich, ja, was Totenauferstehung ist? Was meint er denn damit? Ja? Als ob es noch nie eine Totenauferstehung gegeben hätte. Aber interessant ist, was machen sie mit diesem Wort? Also sie reden miteinander und was heißt es noch? Sie haben das in ihrem, wie heißt es hier? In Vers 10, sie behielten das Wort. Was heißt das mit anderen Worten? Sie haben es niemandem erzählt. Genau, sie behielten das Wort. Und was heißt es noch, wenn ich sage, ich behalte das?
Sie haben es nicht vergessen. Das ist interessant, weil ist euch das schon mal so vorgekommen, dass ihr Bibel lest und ihr stoßt auf etwas, das ihr nicht versteht? Schon mal passiert? Oh, ganz oft. Was machen wir meistens? Wir denken, verstehe ich nicht, lese ich lieber was, was ich verstehe. Ja, und wir vergessen es wieder. Aber diese drei Jünger haben etwas Interessantes gemacht. Sie haben Texte oder eine Aussage, die sie nicht gekannt haben, nicht verstanden haben, im Herzen immer wieder bewegt. Sie haben das gemerkt. Sie konnten es nicht verstehen, aber sie haben darüber nachgedacht. Kennt ihr noch jemanden, der das gemacht hat im Neuen Testament? Im Herzen etwas zu bewegen, was man nicht versteht. Maria, ja, das heißt auch, sie verstand es nicht, was Jesus sagte, aber sie behielt die Worte in ihrem Herzen. Sie hat nicht genau gewusst, was Jesus ihr da gesagt hat in Lukas 2, was das genau bedeutet, aber sie hat darüber nachgedacht. Und es ist nicht so schlimm, wenn wir die Worte Gottes nicht immer gleich verstehen. Es ist aber schlimm, wenn wir sie einfach ignorieren und vergessen. Also, wenn wir etwas nicht verstehen, einfach im Herzen bewegen. Übrigens, was haben die Philosophen zur damaligen Zeit über Totenauferstehung gedacht? Was haben die griechischen Philosophen über Totenauferstehung gedacht? Da gibt es eine Stelle in Apostelgeschichte. Da kommt der Paulus nach Athen. Könnt ihr euch daran erinnern? Er kommt nach Athen in Apostelgeschichte 17 und erzählt von Jesus und von der Totenauferstehung. Und was sagt der Bericht über die Philosophen, als sie von der Totenauferstehung hören? Können wir mal kurz nachschauen. Ja, genau, sie machen sich lächerlich drüber, ja? Also halten das für lächerlich. Apostelgeschichte 17. Und dort lesen wir Apostelgeschichte 17 und dort Vers 18. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und dann schaut man in Vers 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Welche Gruppe im Judentum war vor allem von den Griechen beeinflusst? Es gab ja die Zeloten, die Pharisäer, die Essener. Welche Gruppe war besonders von den Griechen beeinflusst? Es gab eine berühmte Gruppe, die die Leiter gestellt hat. Die Sadduzäer, genau. Und die Sadduzäer, von denen heißt es, sie glaubten nicht an die Totenauferstehung. Könnt ihr euch erinnern, ja? Sie glaubten nicht an die Existenz von Engeln und nicht an die Existenz von Totenauferstehung. Nun waren die Jünger hier wahrscheinlich nicht so direkt jetzt von den Sadduzäern indoktriniert, aber wir wissen und das sehen wir öfter, dass sie auch Lehren der Schriftgelehrten immer wieder im Hinterkopf hatten. Totenauferstehung erschien ihnen vielleicht zum Teil auch einfach nicht real. Ja, obwohl wir in der Bibel ja im Alten Testament schon ein paar Totenauferstehungen hatten, das war irgendwie nicht, schon gar nicht in Bezug auf Jesus, auf ihrem Horizont. Gut, jetzt schauen wir mal in Lukas 9. Haben sie sich daran gehalten? In Lukas 9 und dort Vers 36. Lukas 9 und dort Vers 36. Wer mag mal lesen? Lukas 9, Vers 36. Das ist einige der ganz wenigen Geschichten, wo man mal Jesus sieht und er sagt, sagt niemandem da was davon und man hält sich auch daran. Ja, die anderen Leute, die geheilt werden, ja, wenn Jesus mal sagt, sagt niemandem was davon, heißt immer, und sie gingen umher und erzählten es überall. Ja. Aber die drei Jünger haben sich daran gehalten. Sie haben es nicht verstanden, aber sie haben sich daran gehalten, haben es niemandem erzählt, erst später. Ja. Ellen White sagt, erst nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, haben sie dann den anderen Jüngern davon erzählt und später schreibt der Petrus, wir haben es ja gelesen, ja, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Okay, gehen wir zurück zu Matthäus 17, aber noch sind sie nicht ganz unten angekommen. Und jetzt haben sie doch eine Frage an ihn noch. Ja, sie haben jetzt gehört, okay, also wir dürfen nicht drüber reden. Fragen sie, was meint er mit Totenauferstehung? Aber eine Frage haben sie, die sie sich trauen zu stellen. Schaut mal in Matthäus 17, Vers 10. Wer mag mal lesen? Matthäus 17, Vers 10. Genau. Hey, Jesus, wir haben immer gehört, in der Kindersabbatschule ist uns das eingebläut worden, alle Prediger sagen, bevor der Messias kommt, kommt Elia. Woher kommt diese Idee, dass erst der Elia kommt und dann der Messias? So hatte man es von Kindheit an gelernt, so wurde es in der Synagoge gelehrt. Woher hatten die Schriftgelehrten die Idee, bevor der Messias kommt, kommt der Elia?
ja, die auch, aber noch, da sprach es nicht direkt von Elia in Jesaja 40. Es gab eine andere Prophezeiung, die das ganz deutlich gesagt hat: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Welche Prophezeiung ist das? Welcher Prophet sagt das Kommen des Elia vorher? Malachi, genau, ganz am Ende des Alten Testamentes, ja, sozusagen die letzte Prophezeiung des Alten Testamentes. Schaut mal in Malachi 3, Vers 23 und 24, da sagt Gott: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der was kommt? Ehe der? Der große und schreckliche, der Tag des Herrn. Ja? Und natürlich war allen klar, wann kommt der Messias? Wenn der Messias kommt, ist der Tag des Herrn. Dann regiert der König. Ja, dann wird Israel wieder erlöst. Ja, dann erfüllen sich all die Prophezeiungen in Jesaja, Jeremia und überall. Das ist der Messias, der Sohn des Menschen. Das ist der Tag des Herrn. Ja, und bevor der kommt, kommt Elia. Und jetzt Sie haben ja geglaubt als Jünger, Jesus ist der Messias. Ja, und jetzt haben sie auf dem Berg gesehen, er ist wirklich Gott. Ja, also sie haben Beweis dafür, er ist wirklich der Messias. Obwohl er irgendwie komische Dinge erzählt in ihren Augen von Tod und Auferstehung, was sie gar nicht verstehen können. Und jetzt haben sie auch noch wen gesehen auf dem Berg? Den echten Elia. Aber der keine Anstalten macht, auf der Erde jetzt zu wirken, der ist auf die Erde gekommen, wir gegangen. Und in ihrem Denken müsste doch erstmal der Elia vom Himmel kommen und auf der Erde predigen. Ja? Weil alle wussten, der Elia ist im Himmel. Ja, wenn der wieder zurückkommt und dann auf der Erde predigt, dann wahrscheinlich wird der Messias kommen. Aber Elia war zwar da, ist wieder gegangen. Und jetzt fragen sie, aber wie ist das jetzt? Also kommt der Elia noch? Also wird der noch auf der Erde hier sein? Wird er noch predigen? Was ist da los? Also erstmal halten wir fest, theologische Fragen sind immer am besten bei Jesus aufgehoben. Wenn man eine theologische Frage hat, lass uns Jesus fragen. Und was wir noch lernen ist, die Jünger sind immer noch verwirrt durch die Theologen. Wie lange waren sie jetzt mit Jesus schon zusammen? 2,5 Jahre. Also stellt euch mal vor, die waren 2,5 Jahre lang mit Jesus zusammen. Davon mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung. Haben ständig von ihm gehört, Tag ein, Tag aus. Und nach 2,5 Jahren gibt es immer noch Irrlehren, die sie von den Theologen im Hinterkopf haben. Oder also sind noch falsches Verständnis, sagen wir mal so. Ja? Das zeigt uns, wie langsam es dauert, bis wir die Wahrheit so richtig durchdringen. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn auch wir vielleicht manches noch in unserem Kopf noch nicht so ganz richtig da ist, wo es sein muss, weil wir halt immer irgendwas vielleicht traditionell gelernt bekommen haben und so weiter. Also das ist sehr interessant. Jetzt schauen wir mal uns an, hatte Jesus schon über den Elia gesprochen? Hatte Jesus irgendwann schon mal dieses Thema von Elia aufgegriffen? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, schon längere Zeit her, Matthäus Kapitel 11. In Matthäus Kapitel 11 hatte Jesus in einer bestimmten Situation schon mal auf diese Prophezeiung Bezug genommen und hatte etwas dazu erklärt. Und zwar in Matthäus Kapitel 11, da kommen Gesandte zu Jesus. Und sie sind gesandt von wem? Wer sendet dort seine Jünger zu Jesus? Johannes der Täufer, erinnert euch vielleicht. Ja? Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis, Johannes der Täufer hat Sorgen, ja, er fragt sich, er hat selbst Zweifel, ob Jesus der Messias ist, und er sendet dann die Jünger, und ihr erinnert euch an die Geschichte, Jesus zeigt ihnen, was er tut, er zeigt, dass er sozusagen praktisch Jesaja 61 erfüllt, er sendet sie wieder zurück, ja, mit einem leichten Tadel und Ermutigung an Johannes, und dann wendet er sich an die Volksmenge und spricht über Johannes den Täufer und sagt, dass er ein echter Prophet war, nicht wahr, der größte Prophet, mehr als ein Prophet, dass er die Erfüllung von Jesaja 40 ist, der Größte unter den von Frauen geboren. Und dann schaut mal in Vers 14. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist wer? Er ist der Elia, der kommen soll. Also Jesus sagt, schaut mal, hatte ihn schon gesagt, der Elia ist schon gekommen. Es ist nämlich wer? Johannes der Täufer. Während viele vielleicht auf den realen Elia, den im Himmel gewartet haben, sagt Jesus, nein, nein, Johannes der Täufer ist der Elia, denn ihr wisst ja, als Johannes der Täufer geboren worden ist, hieß es, er wird wie sein? Wie wird er wirken? Schaut mal in Lukas 1, als der Zacharias den Engel Gabriel sieht im Tempel, da sagt der Gabriel zu ihm über das Kind in Vers 15, Vers 17.
und er wird vor ihm, also vor Gott, hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war ja direkt Maleachi. Ja, da bezieht er sich direkt auf diesen Maleachi-Text ganz am Ende. Und er sagt, Johannes der Täufer ist diese Erfüllung. Er ist ja nicht der reale Elia, er ist im Geist und in der Kraft Elias. Das heißt, Maleachi hat nicht davon gesprochen, dass der buchstäbliche Elia kommt, sondern jemand mit der Botschaft des Elia, mit der Kraft des Elia, mit dem Geist des Elia, um den Weg vorzubereiten für wen? Für Gott, für Jesus. Ja? Und Jesus hatte schon ihnen gesagt, Johannes der Täufer ist der Elia. Aber wahrscheinlich haben sie es hier vergessen gehabt. Ja? Und sie fragen sich ja nur, also, was ist jetzt mit diesem Elia? Und jetzt schaut mal in Matthäus 17. Jetzt wird es noch interessanter. Matthäus 17 und dort Vers 11. Was sagt Jesus in Matthäus 17, Vers 11? Okay, jetzt brauche ich mal eure Hilfe in deutscher Grammatik. Was ist das für eine Zeitform? Elia wird alles wiederherstellen. Das ist Futur, das ist Zukunft. Was hatte Jesus über Johannes den Täufer gesagt? Er hätte gesagt, Johannes der Täufer ist der Elia, oder? Lebte Johannes der Täufer zu dem Zeitpunkt noch, als Jesus jetzt hier mit den Jüngern vom Berg runterkommt? Der ist schon tot. Also halten wir fest, Jesus hat gesagt, Elia ist schon gekommen, in Johannes 17, aber dann sagt er jetzt hier, Elia kommt noch. Und was wird er tun? Er wird alles wiederherstellen. Das heißt, es gibt einen Elia, der alles wiederherstellt auf den Tag des Herrn. Ja? Okay, jetzt wird es sehr interessant. Es muss also, wenn das der erste Elia ist und das der zweite Elia, noch einen dritten Elia geben. Ansonsten machen die Aussagen von Jesus keinen Sinn. Ja? Es muss einen dritten Elia geben, der zur Zeit von Jesus da noch zukünftig war. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist was? Das auch, aber hier in Jesus, was hier in diesem Vers sagt, in Vers 11, was wird seine Aufgabe sein? Alles wiederherstellen. Jetzt schaut mal mit mir, lasst mal euren Finger hier und geht mal mit mir zur Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 3 wird dieser Gedanke aufgegriffen und zwar in Vers 20 und Vers 21. Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Schaut mal, seid ihr da? Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, Achtung, jetzt kommt's, den der Himmel aufnehmen muss, also Jesus in den Himmel aufgefahren, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Also Petrus sagt hier, wie lange bleibt Jesus im Himmel? Wie lange bleibt Jesus im Himmel? Bis alles wiederhergestellt ist. Ja? Also Jesus im Himmel. Wenn alles wiederhergestellt wird, was wird Jesus machen? Offensichtlich. Wenn er bis dahin im Himmel bleibt. Was wird er also machen? Er wird aus dem Himmel zurückkommen. Könnt ihr das sehen? Das heißt, wenn alles wiederhergestellt ist, dann kommt Jesus wieder. Das heißt, wir haben hier, dieser dritte Elia leitet offensichtlich, könnt ihr das sehen aus dem Bibeltext daraus, die Wiederkunft ein. Denn der dritte Elia wird kommen und alle Dinge wiederherstellen und dann sagt Petrus später zu Pfingsten, Jesus ist in den Himmel und er wird im Himmel bleiben bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Wessen Aufgabe ist das? Die Aufgabe des dritten Elia. Aber was genau muss er wiederherstellen? Schaut mal nochmal in Apostelgeschichte 3. Was genau soll wiederhergestellt werden? Nicht das Paradies, oder? Das kann er nicht. Auch nicht die Sündlosigkeit des Menschen, sündloses Fleisch oder so. Das kann er auch nicht. Was soll er wiederherstellen? Was soll der Elia wiederherstellen? Genau, wie nennt man die Dinge, die Gott geredet hat durch seine Propheten? Was ist das? Genau, das ist die
Botschaft, das Evangelium. Das Evangelium, die prophetische Botschaft, soll völlig wiederhergestellt werden. Alles, was jemals Propheten gesagt haben, soll wiederentdeckt werden und vollständig da sein. Und wenn das geschieht, dann kommt Jesus wieder. Frage: Kennt ihr irgendeine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass das Evangelium, die Heilsbotschaft, die er den Propheten verkündigt hat, vollendet wird? Kommt euch das bekannt vor? Diese Idee, dass die Heilsbotschaft, die Gott den Propheten verkündigt hat, dass die vollendet wird, dass die quasi völlig gemacht wird. Stimmt, oder? Schaut mal in Offenbarung. In Offenbarung Kapitel 10. In Offenbarung Kapitel 10, das ist jetzt ganz, ganz interessantes Studium für uns persönlich. In Offenbarung Kapitel 10 und dort Vers 5 und 6, da heißt es nämlich, Vers 5 und 6 und 7, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein, heißt auf Deutsch, ihr kennt die Prophezeiung, es wird keine Zeit mehr sein, heißt die längste Zeitprophezeiung der Welt hat sich erfüllt und die endet wann? 1844, wir sind hier in der Adventbewegung, oder? 1844 endet die Prophetie, in Daniel, also die Zeitprophezeiung in Daniel 8. Und dann geht's weiter. Sondern in den Tagen der Stimme seines siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, also siebte Posaune seit 1844, was soll geschehen? Was soll geschehen? Das Geheimnis Gottes soll vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Also könnt ihr sehen, Jesus sagt, der Elia kommt und wird alles wiederherstellen. Petrus sagt, Jesus ist in den Himmel gegangen, bis alles wiederhergestellt wird, was die Propheten jemals gesagt haben, dann kommt er wieder. Und jetzt sagt hier Johannes in der Offenbarung, 1844 ist vorbei, es gibt keine Zeitprophezeiung, worauf wir jetzt noch warten, ist, dass das Evangelium vollendet wird. Dass alles wiederentdeckt wird, was jemals von den Tagen von Hiob und Mose bis zur Offenbarung, was jemals von Propheten gesagt worden ist, muss alles wiederentdeckt, zusammen wiederhergestellt werden. Ratet mal, wessen Aufgabe ist das? Das ist die Offenbarung 10, die Entstehung der Adventgemeinde, oder? Die Entstehung des Adventvolkes. Denn das Adventvolk hat ja die Aufgabe, das ewige Evangelium allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen zu predigen. Und das ewige Evangelium besteht darin, dass es all das enthält, was seit Ewigkeit sozusagen, ja, seit Anfang der Welt Teil des Evangeliums ist. Ja? Alles, was jemals Gott gesagt hat, soll hier sich wiederfinden. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, also da kriege ich Gänsehaut, dass wir als Adventbewegung nicht einfach nur ein bisschen mehr Licht haben als die anderen, nicht einfach nur den richtigen Tag rausgefunden haben, sondern dass Gottes, dass wir der Elia sind und dass Gottes Wunsch für uns ist, unsere Aufgabe und Bestimmung ist, dass wir vor der ganzen Welt die Botschaft der Bibel völlig wiederherstellen. Wie ein Archäologe, der sozusagen alles wegnimmt und sagt, das war das Original. Und da müssen wir uns mal die Frage stellen, wie viel Zeit verbringe ich und du, damit, dass wir nach diesem Original graben? Wie viele von uns im Adventvolk haben überhaupt auf dem Schirm, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, der Welt das völlige Evangelium zu zeigen? Das über die Jahrhunderte verloren gegangen ist, nicht wahr, und dann Stück für Stück wiederentdeckt worden ist. Und was Johannes ja sagt hier, ist Zeitprophezeiung, alle vorbei. 1844 ist die letzte, ja? Was jetzt noch fehlt, ist das volle Evangelium. Und dazu hat Gott eine Bewegung. Die Dreifachengelsbotschaft, die getragen wird von der Adventbewegung. Das ist der dritte Elia. Jetzt schauen wir mal zu Markus. Markus Kapitel 9. Wir haben nicht mehr viel. Markus Kapitel 9 und dort Vers 12. Das ist ein wirklich interessantes Studium, auch für unsere eigene Identität. Markus Kapitel 9 und dort Vers 12. Da haben wir so ähnlich nur ein bisschen noch mit Zusatzinformationen. Wer mag mal lesen? Markus 9, Vers 12.
Ist interessant, also er sagt nicht nur, Elia kommt und stellt wieder alles her, sondern er vergleicht das jetzt. Womit vergleicht er die Prophezeiung auf die Adventbewegung? Womit vergleicht er das? Mit dem Kreuz. Er sagt, so wie es von dem Messias vorhergesagt ist, dass er leiden wird, ja, das Kreuz, so wird auch die Adventbewegung kommen. Interessant. Ich weiß nicht, ob man das bewusst ist, dass Jesus selbst die Adventbewegung, was ihr prophetisches Fundament betrifft in der Bibel, verglichen hat mit seiner eigenen Kreuzigung. So sicher wie das ist, so sicher wird das kommen. Das finde ich ziemlich interessant, oder? Und dass Jesus sozusagen hier die Adventbewegung, die am Ende das Evangelium vollständig in die Welt predigen wird, direkt verbindet mit seinem Tod, mit der Kreuzigung, was ja das Zentrum des Evangeliums ist. Ja? Manchmal gibt es ja so die Idee, naja, dass das Evangelium, dass die Christenheit, das Kreuz, ja, und dann die Adventisten sind quasi so die Vorhut, die haben noch halt noch ein paar Zusatzwahrheiten oder so. Ja? Aber ich sage, nein. Dieser Elia, der alles wiederherstellt, damit ich wiederkommen kann, das ist so sicher wie das Kreuz. Ja, übrigens, das ist auch der Grund, warum Daniel 8 und Daniel 9 miteinander verknüpft sind, nicht wahr? Weil Daniel 9, wo es um das Kreuz geht, gibt den Schlüssel zum Verständnis von Daniel Kapitel 8, wo es um das Reinigung des himmlischen Heiligtums 1844 geht und so weiter. Also das ist unglaublich, das ist ein Kosmos. Und Jesus sagt, interessanterweise, sie fragen ja, warum sagen die Schriftgelehrten? Ja, sie haben jetzt eine theologische Frage. Und Jesus verweist sie worauf? Was ist Jesu Autorität? Jesus sagt nicht, naja, Gamaliel ist nicht so der beste Theologe, ich hätte da folgenden Vorschlag. Was ist seine Autorität hier in dem Vers? Worauf bezieht er sich? Er sagt, wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Er sagt, es steht geschrieben. Die Bibel sagt, ja. Übrigens, kennt ihr, nur so, ohne dass wir jetzt überall hingehen, aber kennt ihr Bibelstellen, die explizit vorhersagen, dass der Messias leiden wird, gekreuzigt werden wird, sterben wird? Welche Bibelstellen, welche Kapitel würden euch einfallen? Jesaja 53, ja, absolut. Dann vielleicht auch Psalm 22, ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, mit all den Details, die dort beschrieben werden. Vielleicht Psalm 69. Das ist der Psalm, wo es darum geht, diese Schmach hat mir das Herz gebrochen. Ja, wo es heißt, dass sie ihm Galle und Essig zu trinken geben. Ja, vielleicht Zacharja 13, ja, wo es heißt, Schwert erwache gegen meinen Gefährten, ja, wo der Hirte geschlagen wird und die Schafe sich zerstreuen. Es gab mehrere Kapitel. Und hier? In die Verse stechen. 1. Mose 1, 3, Vers 15, genau, in die Verse stechen. Also überall gab es diese Hinweise. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Was die Schriftgelehrten gemacht haben, die haben gesehen, da kommt ein Messias, der wird alle Römer vertreiben und es gibt einen Elia vor, deswegen warten wir auf den buchstäblichen Elia, wenn der kommt, kommt der Messias. Aber Jesus macht jetzt deutlich, hey, es gibt zwei Elias, einen in Johannes, also in Johannes, und einen am Ende. Und der am Ende führt zur Wiederkunft. Aber wozu führt dann der andere? Der kann ja nicht zur Wiederkunft führen, ja? Da gibt es also offensichtlich, wenn es zwei Elias gibt, dann gibt es sozusagen auch zwei Messias-Ereignisse sozusagen, ja, die im Alten Testament oft in eins so beschrieben werden, aber es muss quasi zwei Erfüllungen davon geben, die eine und die andere, ja, von der Jesus, einmal Johannes der Täufer der Vorläufer ist und einmal die Adventbewegung. Ihr wisst ja vielleicht, schauen wir in Matthäus 7, Vers 12, denn Jesus, wie wir jetzt deutlich sehen in Matthäus 17, Vers 12, Jesus hebt ja seine ehemalige Lehre über Johannes den Täufer nicht auf. Schaut mal in Matthäus 17, Vers 12, wer mag mal lesen? Also Jesus sagt nicht, vergesst, was ich früher gesagt habe, jetzt sage ich euch, der Elia kommt erst noch. Er sagt, nee, erinnert euch daran, ich habe euch gesagt, Elia ist schon gekommen. Und er kommt. Das heißt, diese Prophezeiung, wenn der Elia kommt, kommt der Messias, erfüllt sich zweimal. Könnt ihr das sehen? Das geht direkt aus der Bibel hervor. Er sagt, es erfüllt sich zweimal, weil einmal erfüllt es sich in Johannes und einmal erfüllt es sich am Ende in der Adventbewegung. Und wenn die Adventbewegung die ist, die alles wiederherstellt, unsere Wiederkunft führt, dann ist die Frage, wozu führt Johannes der Täufer?
Er führt offensichtlich nicht zu dem Messias, der alle Römer vertreibt und der eine Weltherrschaft aufrichtet, weil das kommt erst hier. Und da hat er sie quasi jetzt an dem Punkt. Ihr könnt sehen, wie er versucht, sozusagen ihren theologischen Irrtum aufzudecken und sagen, schaut mal, denkt mal nach. Ich habe euch gesagt, er kommt schon. Und schaut mal, was haben sie mit Johannes dem Täufer gemacht? Was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Und Johannes der Täufer ist der Vorläufer auf Jesus. Und vielleicht haben wir uns immer gefragt, warum musste Johannes der Täufer sterben? Der Größte unter allen Propheten, einer, der eine unfassbare wichtige Aufgabe hatte, und der stirbt in so einem Gefängnis, von Freunden, also von allen verlassen, wird geköpft, ja, grausam. Könnte es sein, dass nicht nur die Botschaft von Johannes dem Täufer ein Vorläufer auf Jesus war, sondern auch sein Ende, als er gestorben ist sozusagen, ein Vorläufer war auf das Kreuz von Golgatha, auf Jesus als Mensch. Das ist genau das, was er hier sagt, oder? Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Also Jesus sagt mit anderen Worten, schaut mal, wenn Johannes der Täufer, der Vorläufer, auf mich getötet ist, was denkt ihr wohl, was die Priester mit dem Messias machen werden? Und deswegen gibt es noch einen anderen Elia, der dann den Messias in Herrlichkeit anknüpft. Ihr könnt sehen, wie er sozusagen diese Lehre sozusagen in zwei Teile spaltet. Das, was uns beim Lesen des Alten Testaments oft so schwerfällt, den Jüngern auch so schwerfällt. Er spaltet es in zwei Teile und zeigt es an Johannes dem Täufer und sagt, schaut mal, das Schicksal von Johannes dem Täufer zeigt euch, er kann nicht die volle Erfüllung von Elia sein, weil er stirbt ja hier so grausam. Und das ist ein Vorläufer auf mich. Es kommt noch der wahre Elia, der letzte Elia, der alles herstellt. Aber Johannes Teufel ist der Elia, weil es gibt zwei Phasen. Ihr wisst vielleicht, dass, schauen wir in Jesaja 61, das ist ja die berühmte Prophezeiung, auf die Jesus immer wieder Bezug genommen hat. In Jesaja 61, da heißt es für den Messias: Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Ihr wisst, wer das zitiert hat, oder? Wer hat das zitiert in Nazareth? Jesus. Und dann schaut man in Vers 2. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Also hier in Jesaja 61 wird gesagt, der Messias bringt die Gnade Gottes, ja, das angenehme Jahr und die Rache. Wisst ihr, bis wohin Jesus in Nazareth zitiert hat? Bis wohin hat er zitiert? Er hat Rache nicht erwähnt. Er hat davor aufgehört. Weil er wusste, es gibt zwei Phasen. Es gibt das angenehme Jahr des Herrn, das Kreuz, und es gibt den Tag der Rache. Beides zusammen, Jesaja sieht beides zusammen, weil es noch so weit weg ist sozusagen. Ja? Aber zur Zeit von Jesus ist deutlich, es sind zwei verschiedene Phasen. Und Johannes ist der Vorläufer auf eine, die Adventbewegung der Vorläufer auf das andere. Übrigens, in dem Schicksal von Johannes sollten die Jünger etwas über Jesus lernen. Könnte es sein, dass die Menschen auch dann in uns etwas lernen sollen über den kommenden König und sein Reich? Könnt ihr vielleicht verstehen, warum jetzt die Menschen sehen sollen, dass wir Gott gehorsam sind, dass wir seine Gebote halten, weil wir damit hinweisen auf das, wie es nach der Wiederkunft sein wird. Nämlich, da werden alle Gläubigen zu allen Zeiten die Gebote halten. Ja? Wir sollen den Himmel so ein Stück schon vorspiegeln. Und übrigens, nur vielleicht, warum ist Johannes gestorben? Zum Schluss. Wie kam es zu seinem Tod? Wer hat darum gebeten? Die Salome, eigentlich ihre Mutter, ja? Die Herodias, eine böse Frau, fragt den König. Eine Frau steht wofür? Eine Kirche, eine Gemeinde. Wer bittet um den Tod von Jesus? Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Kirche der Juden sozusagen an der Stelle, in Anführungsstrichen. Und sie bitten wen? Sie bitten den Staat, sie bitten den Pontius Pilatus. Der Tod von Johannes dem Täufer war schon ein Schatten auf Golgatha selbst. Deswegen sagt Ellen White, Jesus hat in seinem Schicksal schon gesehen, was auf ihn zukommt. Nun, da hatten die Jünger eine ganze Menge mit zu verstehen und nachzudenken. Wir enden heute mit Matthäus 17, Vers 13. Wir können garantiert davon ausgehen, dass sie das alles nicht so richtig verstanden haben.
Es hat noch lange gedauert, bis ihnen das so richtig deutlich geworden ist. Und das zeigt uns, wie schwer es selbst Jesus hat, uns die wichtigsten prophetischen Botschaften bezüglich des Evangeliums klarzumachen. Das ist für ihn eine richtige Aufgabe. Schauen wir in Vers 13. Eine Sache haben sie aber verstanden. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Sie haben zumindest jetzt mal begriffen, okay, Johannes der Täufer war wirklich der Elia. Das haben sie verstanden. Vieles andere noch nicht, ja, aber sie haben so Stück für Stück verstanden. Und das ist ja auch ermutigend, nicht wahr? Auch wenn wir nicht alles verstehen, können wir doch ein bisschen schon verstehen, ja? Und Jesus freut sich über jedes Detail, das wir verstehen können. Halten wir fest, und das können wir für heute mitnehmen. Erstens, als Vorläufer auf Jesus sollen wir durch unser Leben schon ein Typus auf Jesus sein. Und zweitens, als Adventbewegung sind wir gerufen, berufen, die gesamte Wahrheit wiederherzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir können nicht sagen, naja, ich bin zufrieden mit dem, was ich von meinen Eltern gelernt habe, wird schon alles stimmen. Wir müssen für uns selbst entdecken, haben wir schon alles entdeckt? Oder gibt es noch Dinge, die wir noch nicht entdeckt haben? Weil das ist unsere Aufgabe. Jesus kommt wieder, wenn die Wahrheit vollständig wiederhergestellt ist. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Dann kommt er wieder. Das ist unsere Aufgabe und wir können viel von dem Elia und von dem Johannes dem Täufer lernen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren können und dass du uns zeigst in den Evangelien, welche Aufgabe und Bestimmung wir persönlich haben. Herr, wir haben gesehen, wir sind Teil dieser Elia-Botschaft, Teil dieser Elia-Bewegung. Und Herr, wir möchten ein Licht sein für die Menschen, dass sie in uns etwas über dich verstehen und sehen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dieses Herzensanliegen haben, die Wahrheit wieder völlig herzustellen, danach zu suchen und zu graben und von dir erfüllt zu werden mit deinem Geist, damit die Wahrheit in ihrer ganzen Schönheit und Pracht Menschenherzen verändern kann. Herr, darum bitte ich dich, darum bitten wir dich alle und wir danken dir, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.